Mehr Klicks auf YouTube bekommen. Let's go. In diesem Video will ich dir zeigen, wie ich es geschafft habe, generell mehr Klicks auf YouTube zu generieren. Welche Tipps habe ich? Welches Tool sollte man dazu benutzen? Und natürlich, wir kaufen uns keine Klicks. Okay, doch bevor es mit dem Video losgeht, noch ein kleines Wort zu dem heutigen Sponsor dieses Videos, Own.pro. Hast du dich schon mal gefragt, ob es einfacher geht, zwischen hunderten professionellen Overlay-Designs hin und her zu wechseln und das nur mit einem Klick? Das Ganze geht mit Own.pro. Bei Own hast du die Möglichkeit, mit einem monatlichen Abo voll den Zugriff auf hunderte Overlays zu bekommen. Du musst dir nur das Plugin für OBS Studio unterladen und bitte nicht für Streamlabs. Denn das gibt's Gott sei Dank nicht. Und schon hast du eigentlich den Zugriff auf hunderte von Overlays. Mit dem Code STREAMACTION sparst du 50% auf das Jahresabo. Das heißt, du zahlst nur noch 3,40 Euro. Lohnt sich also. Und ja, wenn du über den Link unten in der Videobeschreibung gehst, unterstützt du den Kanal auch nochmal dafür. Schon mal ein fettes Danke in Voraus. So, jetzt geht's aber los mit dem Video. Okay, jetzt fangen wir mal an. Ich habe 3 fette Punkte aufgeschrieben, die euch eventuell sehr, sehr gut helfen können. Also die mir auf jeden Fall extrem geholfen haben. Also könnte das wahrscheinlich bei euch auch funktionieren. Nur, dass es bei mir funktioniert, heißt nicht automatisch, dass es bei euch funktioniert. Wie gesagt, es sind meine Erfahrungen. Nehmt mich jetzt nicht als Profi-Beispiel. Es sind meine Erfahrungen, was ich damit gemacht habe. Okay, den ersten Punkt, den ich für dich habe, ist einmal die richtige Kategorie auf YouTube zu haben. Videokategorien sind ja immer wichtiger geworden in der letzten Zeit. Wenn man sich darum kümmert, ja, will man jetzt Gaming-Content machen? Will man jetzt eher Interviews machen? Will man so diverse Themen machen? Will man Tutorials machen und so weiter? Da muss man sich selber sehr, sehr mit auseinandersetzen. Für mich war es so, um eine kleine Hintergrundgeschichte zu erzählen. Ich habe tatsächlich, bevor ich hier angefangen habe mit Tutorials auf diesem Kanal, auch Gaming und Reaction Content gemacht. Das Ganze lief für 1,5 Jahre gar nicht. Ich habe 0 Abonnenten dazu gewonnen und habe mir dann irgendwann entschlossen, ja, das muss aufhören. Ich habe dann Gott sei Dank schon ein paar YouTube-Videos angeschaut, so Leos Mind zum Beispiel, aber das war nicht der Hauptakteur. Nilsson war da sehr gut dabei. Kennt ihr bestimmt alle, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, wegen denen habe ich sehr gut dazu gelernt im Bereich YouTube und Twitch für meine eigene Sache. Es lief aber dennoch trotzdem nicht so gut. Also habe ich mich entschlossen, die Kategorie komplett zu wechseln und habe mir gedacht, ja, wenn du das schon so gut auskennst, dann kannst du auch YouTube und Twitch komplett machen. Ich habe halt also dann angefangen mit diesen YouTube-Videos und ja, dann hat sich nach und nach rauskristallisiert, dass ich doch Design-Videos mache, obwohl ich am Anfang bei den Videos, bei den allerersten Videos, gar keinen Plan hatte vom Design. Es war einfach so, ja, ich habe drauf losgestartet mit dem neuen Content und das wäre eigentlich schon der erste Tipp direkt. Also, eine eigene Videokategorie zu finden, guckt, dass ihr die Frage beantwortet, warum mache ich diese Kategorie? Wie will ich den Leuten damit helfen? Wie will ich den Leuten etwas rüberbringen. Das war bei mir halt Twitch und YouTube Tipps und Tricks. Dann habe ich mir gedacht, bringt es mir selber was? Das ist die zweite Frage, die ihr euch ganz dringend beantworten solltet. Mir hat das sehr was gebracht, denn nur durch YouTube und Twitch habe ich angefangen zu designen und nur weil ich die Videos hochladen musste und wollte, weil es mein Hobby ist und weil ich das aus Spaß mache und an der Leidenschaft und ich einfach konstant Videos hochbringen wollte, aber neue Videos, also nicht irgendwo was klauen, ja, da muss man halt selber anfangen zu designen. Also war bei mir so, ich habe halt dann angefangen zu designen und so ging es halt weiter in die Design-Richtung. Wie meine Meinung zu Gaming-Content ist, habe ich gerade schon ein bisschen geläutert. Falls ihr da mehr zuhören wollt, wir haben dazu in einer Podcast-Folge von unserem Outfluencer-Podcast, den ihr by the way auf Spotify, Audible, Amazon Music, das ist ja Audible, Apple Music, Apple Podcast, dann haben wir noch Google Music, also ihr findet den und dieser, ihr findet den eigentlich fast überall. Ich habe die Links mal unten in der Videobeschreibung und hier oben in der Infokarte ist die Folge zu dem Podcast, wo wir halt geredet haben. Wir haben den ganzen halt auch auf YouTube, da seht ihr uns, wie wir da zu interagieren. Der kommt jeden Mittwoch hier auf YouTube und allen anderen Plattformen raus. Also seid da schon mal gespannt auf die neueste Folge. Okay, jetzt weiß man zwar seine Kategorie, die man machen will, aber das bringt einem noch nichts, denn ich war immer noch in dieser Gaming-Content-Schiene drin, der Reaction-Content-Schiene. Und der Algorithmus hatte mich auch so eingestuft. Denn bei den Videos gibt es ja einmal diese Option Kategorie. Wie willst du deine Videos einkategorisieren? Das findet man raus, indem man hier auf seinem YouTube-Dashboard ist und dann einfach mal in die Inhalte geht. Dort das neueste Video rauskramt zum Beispiel, oder ich nehme jetzt einfach mal das. Und dort wirklich hier unten bei den Kategorien hier, ja, eine gute Kategorie einstellt. Ich habe die gerade, weil ich habe das Video schon mal geredet, deswegen steht da soziales Engagement. Aber das Ganze soll natürlich Film und Animation sein. Film und Animation. Also, okay, also da muss man gucken. Leute, das muss weg.
Ich habe also die Kategorie dann umgestellt von meinen Videos, aber das hat nichts gebracht, denn die Videos waren schon zu lange da eingestellt. Deswegen habe ich die neuen Videos zwar auf Film und Animation gemacht oder generell auf praktische Tipps und so weiter, aber die alten Videos auf privat genommen, damit der Algorithmus langsam checkt, dass ich weg von diesem Gaming-Reaction-Stuff gehe in Richtung Twitch und YouTube-Tipps und Tricks. Das ist auch ziemlich wichtig. Ein weiterer Tipp bei dieser Kategorie ist natürlich, die Kategorie im Großen und Ganzen immer gleich einheitlich zu halten, da der YouTube-Algorithmus dann richtig schnell checkt, ihr seid umgestiegen oder ihr habt diese und diese Kategorie jetzt als euer Hauptkategorie drinnen. Ebenfalls sehr, sehr wichtig. By the way, bei den Kategorien sollte man halt noch schauen, dass wenn du jetzt irgendwie weißt, du machst den und den Content, schreib dir mal wirklich für 1,5 Stunden Ideen auf, wie viele Ideen du zu diesem Content hast und guck wirklich, dass du da auf einige Ideen kommst, denn du willst ja auch möglichst lange YouTube machen. Guck einfach mal, dass du da auf ziemlich viele Ideen drauf kommst. Ideen gibt's wie Sand am Meer, aber du solltest aus deinem eigenen Kopf einfach mal so 30 bis 50 irgendwie hingeschrieben bekommen. Einfach nur, weil du dann den Stress weg hast, immer neue Themen zu suchen, zu finden und ja. Zum Beispiel eine Idee war bei mir das perfekte Overlay, weil ich war ja selber Anfänger und ich habe auch erst angefangen mit Design. Und ja, dann habe ich halt gedacht, ja, dann hilfst du halt mal Leuten, wie du selber auch mal so dein erstes Overlay designt hast. Habe ich euch gezeigt. Ja, die ganze Playlist findet ihr natürlich hier oben in der Infokarte. Dort findet ihr generell die ganzen Videos, wie du ein einheitliches, wie du vom Logo von der Farbpalette rübergehst ins Overlay von Twitch, Webcams, Stinger Transition und so weiter. Also schau das an. Alles natürlich kostenlos, das Ganze, ne? Das war's der erste Punkt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist das äußerliche Design. Denn es gilt immer die Devise, umso professioneller du bist, umso schneller nehmen dich die Leute ernst und umso schneller wird es natürlich auch laufen auf YouTube. Habe ich richtig gemerkt. Meine Twitch- und Reaction-Content war richtig Rotz. Ich habe zwar gut geschnitten, aber die Thumbnails waren kacke. Alles drum und dran war einfach generell ein bisschen kacke, sagen wir mal so. Das Witzige dazu ist ja, ich habe ja selber schon euch gezeigt, wie ihr ein Thumbnail macht, wie ihr generell ein Intro macht, ein Outro, Endcard und so weiter. Also schaut euch diese Playlist hier oben an. Also wie gesagt, ich habe all diese Probleme, die ich hatte, euch einfach nur weitergegeben, damit ihr sie nicht durchlaufen müsst. Ja, also guckt wirklich auf das äußerliche Design. Guckt, dass ihr alles so wirklich professionell wie möglich einfach haltet. Das ist ebenfalls sehr wichtig. Denn jetzt erst am Anfang der ersten Videos, die liefen nicht so gut. Und jetzt mittlerweile laufen die Videos wirklich echt gut. Ich bin richtig zufrieden mit euch. Immer schöne Kommentare zu hören. Deine Videos sind echt gut. Das freut mich ja selber. Na, ich freue mich ja auch über so ein bisschen. Ein bisschen Feedback. Gut, und jetzt kommt der dritte Punkt. Der hat mir den Arsch gerettet in der letzten Zeit. Der war wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Es ist ein Programm, kein Programm zum Kaufen, kostenlos. Und es ist wirklich nichts, wo du Viewer kaufst. Also, ihr bescheißt da auch wirklich nicht. Das Programm nennt sich TubeBuddy und es ist wirklich mein Buddy. Digga, das wird immer schlechter, diese Aussagen, wirklich. Die werden von Tag zu Tag schlechter. Ja, ich weiß, es gibt auch Social Blade, aber Leute, Social Blade ist nicht so geil, denn ich zeige euch jetzt mal die Vorteile, die TubeBuddy so hat und warum man TubeBuddy einfach generell einfach so verwenden sollte. Erstmal, TubeBuddy ist eine Chrome-Extension, das heißt, die funktioniert nur für Chrome, nicht für Opera GX, andere Programme, Microsoft Windows, irgendwie wie das heißt, Microsoft Edge oder so, Digga, also wer das benutzt, der ist auch komplett lost. Oder Firefox, da funktioniert es natürlich auch nicht, also ist wirklich eine Chrome-Extension. Ich habe die ganze schon, deswegen steht hier direkt, you have successfully installed your TubeBuddy Extension, aber normalerweise klickt man hier einfach nur drauf und dann müsst ihr nur nicht hier draufklicken und dann seht ihr die hier schon reinflattern. Also, ja, alles chillig. Aber was macht TubeBuddy jetzt so im Generellen so besonders? Alter, ich muss mal kurz was trinken. Ich habe schon die Flasche auch wieder leer. Oh mein Gott. Der Mund wird immer so trocken vom Reden. Ich trinke auch im Stream immer so 2 Wasserflaschen, Leute. Es geht nicht. Okay, mach mal weiter. Was macht TubeBuddy wirklich so besonders? Das Geilste bei TubeBuddy ist tatsächlich, wenn du hier in den Browser einfach eingibst, YouTube. Ich gehe mal in meine YouTube-Page. Und dann drückst du hier zum Beispiel auf das Video von Cramzy. Einfach mal so drauf. Ja, was passiert dann also? Genau, TubeBuddy lädt hier daneben ein geiles Feature. Und das ist wirklich eins der geilsten Features der Welt. Denn schaut euch mal das Ganze an. Also, man sieht hier erstmal die Total Views. Okay, das ist ja schon mal geil. Die Kommentare und die Likes ist jetzt noch nichts Besonderes. Dann kommt es aber dazu, dass man hier loaden kann, wie viele Rank Tags er hat. Er hat 4 Tags, die ranked sind. Rank Tags sind einfach die, das sind die Haupttags, also die Tags, die von Leuten wirklich aktiv gesucht werden. Zum Beispiel bei mir in den Tags steht auch drin, wie kostenlos oder so. Aber das tut ja wirklich keiner einzeln suchen. Zum Beispiel, warum sollte man wie suchen? Da kommt ja nie das, was man wirklich will. Aber das sind halt
so Tags, die dann kommen, wenn das jemand sucht, wie macht man das und das und dann kommt mein Video, also ja. Aber diese Random Tags sind die Tags, die halt wirklich so in den ganzen wirklich gesucht werden, wie Eurocubes, Cube Shop, German Cube Shop oder Zauberwürfel Shop. Der Liebe hat einen SEO-Score von 60. Was ist ein SEO-Score? Ein SEO-Score ist die Search Engine Optimization und das ist einfach so, dass du an die Suchmaschine optimiert bist. Ich habe das immer so auf 95 bis 100, denn das sollte man auch einfach nur haben. Ansonsten ist es nicht so geil. Also, der Typ, also was heißt der Typ? Er ist ja der, mit dem ich sogar den Podcast mache. Das ist schon ein etwas älteres Video. Aber ja, er hat 72 Videos, hat 154 Subscriber und insgesamt 11.000 Views auf dem Kanal. Und ja, was sind jetzt die Gründe dafür, dass er SEO-Score nicht so richtig hat? Wir können ja mal gucken. Also, SEO-Score besteht daraus, dass man die Tags im Titel, also das, was man hier unten drin stellt hat, das kriegt man auch über die Videodetails hier oben raus. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, dass wir da wirklich alle Tags, die drin sind, auch irgendwie im Titel zu finden sind oder alle Wörter, die im Titel sind, auch in den Tags zu finden sind und andersrum auch in der Videobeschreibung. Dann einmal, ob die Tags auch im Titel sind, dann nochmal einzeln, ob die Tags auch in der Beschreibung drin sind und einmal, ob man so viele Tags hat, dass man gar kein weiteres dazu schreiben kann und dann, dass man einmal die Titelwörter auch in der Beschreibung hat. Bei ihm liegt halt wirklich daran, dass Tags in Title nicht so richtig alle drin sind und er halt wirklich nicht alle totalen Tag-Character hat, also alle Wörter von den Tags fertig und deswegen kommt er auch auf so 60er SEO-Score, was nicht gerade so gut ist, wenn man jetzt also zum Beispiel sucht, Cube Shop oder bester Cube Shop, ja, dass dann er kommt, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Also dieses Tool hilft einem schon mal extrem. Die zweite Sache, welche Tuber die so besonders macht, ist die Tags-Hilfe. Denn ich habe hier meine Tags drin, zum Beispiel vom letzten Endcard-Einrichten-Video. Und ihr seht, ich habe viele Rank-Tags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind so die 8 hauptsächlichen, die Leute suchen. Und nebenbei auch so andere. Das Video hat einen 95er SEO-Score, also wirklich nicht schlecht. Was macht TubeBuddy jetzt aber? TubeBuddy ist so geil und macht, wenn du anfängst oder deinen Titel von dem Video schon fertig hast, dann sucht es anhand dessen schon mal 3 der geilsten Tags raus, was schon mal extrem nice ist. Wenn du upgraden willst, dann kriegst du hunderte, keine Ahnung, wie viele Tags man da bekommt. Auf jeden Fall kann ich dann hier einfach Outro für YouTube erstellen anklicken, YouTube Abspann einklicken und Endcard erstellen anklicken, weil das auch geile 3 Endcards sozusagen sind. Und hier haben wir direkt, ja, es sind wirklich 3 Dinger und ich kann es direkt speichern und es wird direkt übernommen in meine Tags und ändert auch am SEO-Score nichts, weil TubeBuddy auch wirklich echt geile Tags raussucht, die auch wirklich auf die Search Engine Optimization angepasst sind. Das ist wirklich auch ein geiles Tool, weil es dir halt wirklich erleichtert, immer neue Tags auszudenken oder irgendwas hinzuschreiben. Ein wichtiger Punkt, den TubeBuddy noch besitzt, ist, wenn du hier oben auf das TubeBuddy-Logo gehst, was dann erscheint in deinem Chrome, dann kannst du hier einmal auf Extension Tools gehen und dann gibt es hier den Keyword Explorer. Die anderen zwei, die habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, aber ich benutze hauptsächlich auch noch den Keyword Explorer, der hat mir auch extremst geholfen. Beim Keyword Explorer, da kannst du rausfinden, wie gut jetzt wirklich ein Keyword ist, wenn ich da zum Beispiel Fortnite eingebe. Nur mal kurz als Vorwarnung, ich spiele kein Fortnite. Dann Explorer und was findet man? Ja, genau. Overall Score und Score Analysis. Also Overall Score, es ist fair, es ist kurz vor richtig schlecht, dieses Keyword. Warum? Es gibt zwar viele Leute, die das suchen, exzellent. Es gibt sehr viele Leute, die das aber auch behandeln, das Thema. Und dann, wie wirklich hoch du an dem SEO-Score optimiert sein sollst. Wenn du da nicht auf 100% bist, dann bist du wirklich schon noch schlechter als fair. Denn, pass auf, es gibt zu dem Thema Fortnite 904 Millionen Videos auf YouTube. Und es gibt nur 229 Millionen Leute, nur, die das im Monat auch suchen. Das heißt, wie soll einer auf dein Video kommen, wenn es da schon so viele Videos gibt? Besser zum Beispiel wäre Fortnite Tutorial, glaube ich. Tutorial for Beginners. Das ist schon mal besser, weil es nicht direkt nah am Roten dran ist, sondern eher schon wieder in Richtung Gelb geht. Da haben wir jetzt allerdings das Problem, dass wenige Leute es suchen. Ja. Es sind 180, die das suchen. Sage. Es gibt nicht so viele Leute, die dazu was behandeln. Und du musst halt aber trotzdem streng am Search Engine optimiert sein. Würde ich immer noch nicht machen. Aber so findet man mit diesem Keyword Explorer wirklich seine geilsten Keywords, die einem wirklich weiterhelfen. Was anderes mache ich nicht. Was anderes habe ich nie gemacht. Sowas macht man immer, um seine Videos zu pushen. Und ja, also TubeBuddy ist wirklich extremst geil, um euch extremst weiterzuhelfen in der ganzen Geschichte für YouTube und generell mehr Klicks zu bekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen unter diesem Video da. Und falls du solche ganzen Videos um Tipps und Tricks zu YouTube, Twitch und generell Content Creation nicht mehr verpassen willst, dann lass doch auch ein lecker schmeckendes, rot und gut aussehendes Abonnement hier unter dem Kanal kostenlos da. Und vielleicht sehen wir uns dann auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, hauen Sie rein und ciao.